Dann auch an die Seite von YouTube ein herzliches Hallöchen zum Tag 8 von Xenoblade Definitive Edition auf der Nintendo Switch. Wir befinden uns hier in meinem Stream. Wenn ihr da mal live dabei sein wollt, auf Twitch dürft ihr gerne Link dazu unten in der Videobeschreibung klicken. Oder am Kanal irgendwo rechts oben. Ja, da rechts oben irgendwo. Und ebenso auch wie Twitter, Discord, falls ihr da Interesse dran habt, oder feed.net. Die Kurzmitteilungsseite für Content Creator und Gamer, dürft auch gerne mal vorbeischauen. Meine Livestreams sind da auch eingetragen in meinem Streaming-Kalender. Fühlt euch frei, mal darauf rumzustöbern. Ja, ansonsten der Hinweis hier ganz kurz. Wie gesagt, das Ganze hier findet live in meinem Stream statt, wo ich das Ganze spiele und nebenher aufnehme und dann in kleine Teile, circa 30 Minuten Parts, schneide und auf YouTube hochlade. Darum, es kann nicht immer 100%, ich muss da so ein bisschen die Balance finden von Stream und YouTube. Ja, darum am Anfang immer die Begrüßung, am Ende vom Stream dann die Verabschiedung. Und wenn ein neuer Streamtag angeht, kennzeichne ich immer mit neue Session im Titel. Daran erkennt ihr das. Ja. Dann heute, wir haben ja letztes Mal, habe ich ja kläglich versagt. Heute werden wir mal ein bisschen Nebenquests machen. Ich habe auch mal Inventar ausgeräumt und privat mal ein bisschen ausgerüstet, weil es hier doch länger dauert. Und hier haben wir gleich was zum Abgeben, glaube ich. Gucken wir mal. Narine sagt, ich soll mich selbst überzeugen. Wovon denn? Davon, wie gut die Jungs sich verstehen? Hey, sie hat recht. Chalk und Rain sind echt die allerbesten Freunde. Ich bin ziemlich neidisch auf euch. Ich wünschte, Narine und ich würden uns auch so gut verstehen. Vielleicht ist das aber auch bloß so ein Ding zwischen Jungs. Können Mädchen auch so eng befreundet sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Falls es doch möglich ist, dann beweist es mir. Mission aktualisiert. Das war jetzt langsam. Scheiße. So. Kolonie 9. Wie hieß denn die Quest? Liebesnachhilfe für Sie? Monika. Monika ist mit ihrem Geliebten Eric zusammen und wirkt sehr glücklich. Okay. Paola und Narine. Steigere die Harmonie zwischen zwei weiblichen Gefährten beträchtlich und sprich mit Paola. Aktiv. Mädchen können genauso gut wie Jungs befreundet sein. Beweist es mir, dann ändere ich meine Meinung. Also, das müssen wir jetzt erst machen, okay. Haben wir noch nicht. So. Was haben wir denn hier noch? Juwelenonkel, ja genau. So, Tefra-Höhle. Haben wir nichts Neues? Da könnten wir aber mal hinporten, oder? Tefra-Höhle. Ich bitte übrigens für die Seite von YouTube meine Stimme heute zu entschuldigen. Die kann mich heute nicht leiden. Hat ihr schon wieder Stiftengang, ne? So, haben wir. Hier haben wir auch nichts. Irgendwas haben wir hier noch. Feind des Bionis.
Wir haben ein Flüchtlingslager. Da dürfte eigentlich keiner mehr sein. Da ist noch einer. Ein Händler ist da noch. Ich sag immer. Hast du Bücher, die ich noch nicht hab? Oh. So, jeden einmal kaufen. Ah, was man schon hat, ist hier gekennzeichnet, kann man nicht mehr kaufen, okay. Bis zum nächsten Mal, tschüss. So, sonst haben wir hier keinen mehr. So, dann können wir doch mal ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Können wir hier mal gucken, ob wir da Harmoniegespräch schon machen können. Nein, können wir nicht. Aber auch mal ein bisschen Items sammeln und so. Und ich privat, ich bin da halt, ne? Also das ist auch so ein Spiel, das werde ich definitiv nochmal privat spielen. Und bin da halt einer, ne, ich kann, da habe ich bei Xenoblade 2 auch gemacht schon. Im privaten Safe. Ist, ich kann dann stundenlang nur rumrennen und Items einsammeln und so. So, da drüben hatten wir auch noch einen. Na gut, das ist halt dann gerade für, also sowohl für den Stream wie auch für YouTube natürlich noch viel mehr. Halt mega langweilig, ne? Dann 10 Folgen hintereinander, wo ich nur in der Gegend rumlaufe. Aber so ab und an so ein bisschen. Im Übrigen würde mein nächsten Private Stream Day mal für meinen Chat hier, falls ja noch wer da ist, ist übrigens angedacht, dass wir ein Spiel auf der PlayStation spielen. Aber ich glaube, mein Chat ist vollkommen eingeschlafen oder geflüchtet. Und ich würde mir hier immer noch gerne wünschen, schneller laufen. So, wir laufen jetzt einmal da hoch. Entschuldigung. Alter, die Stimme heute, ne? So, 76% CPU. Nur kodieren. Meine Grafikkarte für die YouTube-Aufnahme, by the way, die langweilt sich. Mit 15%. 16. Ah, ja, da sind wir schon sehr viel gelaufen. Goldstaubillusion. Okay. Raguelbrücke Süden. So. Aber ich glaube von hier zu Kolonie 6. Ne, so weit sollte das ja gar nicht sein, oder? Gucken wir mal. Himmelsrinde. So, was haben wir hier? Scharfbeere. Und nochmal Himmelsrinde. Und noch eine Scharfbeere.
So, da hinten die Items, die hole ich jetzt mal nicht. Weil sonst sind wir übermorgen noch nicht in Kolonie 6. Ich bin ja gespannt, ob wir dann da irgendwas erweitern können. Und ich will halt unbedingt wissen, was Elvis uns zu sagen hat. Ich werde aus dem Typen nicht schlau, ne? Ich glaube, der spielt auch irgendwie sein höchstpersönlich eigenes Spiel. Weißer Marienkäfer. Reckenkönigin. Mottenkriecher. Weißer Singvogel. Und wer dieses komische Eisengesicht ist. Ist das am Anfang derjenige, der mit Dunban gekämpft hat, der dann weg ist? Weißer Marienkäfer zweimal. Ach, Stufe 17, das waren noch Zeiten, ne? Scharfe Pinktoffel. Nochmal. Ah, die scheiß Stimme. Ah, wenn sie draußen nur aufregen wird. Mal ordentlich runterkühlen. Klippen, Leuchtkäfer, gelbes Eis. Rostiger Bolzen. Aber ein gelbes Eis aus dem Fluss. Klippenleuchtkäfer. Ich weiß nicht, ob ich das haben wollen würde. Atlas, bist du noch da? Was? Höhlenweg? Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier richtig laufe. Nachschubstraße, ich laufe richtig. Aber ja doch nicht so weit. Dann gehen wir hier gleich mal gucken. Süßorchidee. Weißnachtkolben. Ich war halt auch die letzten Tage, war ich halt ständig hier am Grübeln drüber, ne? Dobazorgi. Geist, Klimatis, genauso auch. Was hat es mit der jetzigen Viora auf sich? Pyroexe. Und generell mit diesen, Mechon und... Irgendwie wird das immer verwirrender, ne? Noch eine Geist, Klimatis. Und eine Amblygonkröte. Und einen Weißnachtkolben. So, mal Schokolade wieder ein bisschen Beinchen stellen. Noch eine Pyroexe. Genau, für den hat man ja auch ein paar Dinger, ne? Ein paar Quests. Die Hoffnungswälder. So, was haben wir hier? Pyroexe. Weißnachtkolben. Nochmal Weißnachtkolben. Geistklimatis. Dobazorgi. Warte mal, da oben war doch auch noch was, oder? Süßorchidee.
War da oben nicht noch was? Ja, sag ich doch. Die Bedingungen hierfür findest du später im Verlauf der Geschichte in der Harmonie-Gesprächsliste. Falsch. Wir haben doch schon alle. Noch nicht gesehen, bereits gesehen, kann gesehen werden. Bein des Bionis. Scheiße. Hammer rüber sehen. So, haben wir denn hier was Neues? Ein Teil fehlt uns in der Tefra-Höhle noch. Prozent. Ach hier, der fehlt noch. Sumpf von Svatatol. Haben wir noch gar nichts. Hier fehlen zwei. Haben wir alles. Hier fehlt einer. Einer. Zwei. Na denn. Als ob du da nicht drüber springen kannst, du Heinz Doof, du. Na schon klar, was treibst du wieder? Wahrscheinlich hat er mich auf Pause und sagt nur Kämpfe ab. Noch ein Geist der Matis. Bei meinem Glück brauche ich die Teile hier gar nicht. Aber was ich habe, habe ich. Was hauen die denn so? Ui, Trucker ist auch noch da. Na, Trucker, deine Lüfte eingebaut. Bin ich ja mal gespannt, ob wir da was Neues machen können. Also Quests gibt es hier aber keine. So, da ist er doch. Juju. Wiederaufbau. Wohnhäuser 1. Hasson Duft. Kuttelbrett. Eisbergsalat. Regenelement Kniescheibenfels. Sind noch nicht viele, aber die Häuser sind schön geworden. Ob es in Kolonie 9 Leute gibt, die hierher ziehen wollen. Um weitere Wohnhäuser zu bauen, brauchen wir zwei Sachen. Hasson Duftholz sollte im Sumpf von Satol zu finden sein. Zu den anderen Sachen hört euch am besten in der Stadt um. Na toll. So. Warte mal, wir sind Kolonie 6. Oh, armer Trucker. In geheimer Mission Dasa, Wachtungkreuzung, geheimer Auftrag von Dasa erhalten. Gerugu einen Brief überbringen. Bringe Dasas Brief zu Gerugu.
Warum haben wir denn den hier? Der ist doch Bein des Bionis. Und das lass mich mal ganz groß überlegen. Utan Hauptquartier. Der war doch irgendwo da hinten drin, oder? Wir reisen mal dahin. Wir klappern jetzt einfach mal ein bisschen Nebenquests ab. Sag ich doch hier lang. Pinienstein. Sag mal, Tracker, warum spielst denn du gar nicht? Klippen, Leuchtkäfer, Würzkohl. So, mach mal den wieder weg. Lauf mal schon wieder da lang, ne? Hätte ich mal vorher gucken sollen. Aber doch auf dem oberen Ding. Na denn. Goldstaubillusion nochmal. Himmelsrinde. Hätte ich mich aber nach oben geportet, dann hätte ich jetzt wieder runterlaufen dürfen. Mottenkriecher. Gutes Armreif, so da hinten ist er. Das war die Nervensäge, der ständig irgendwas gesagt hat, damit wir dann, ne? Damit das uns dann schenken kann. Sumpfpflaume. Ein Sumpfpflaume. Ja, genau da hinten war er. Lassen wir in Ruhe. Na, komm schon. Bist brav, ja? Auf die Rädchen. Sind die? Da hinten. Werdet ihr heute mal ein bisschen die Porten benutzen? So, nicht runterfallen. Rote Durian. Geru. Oh, Brief von Daza. Wartet ihr auf Gerugo? Gerugo schreibt schnell Antwort. Nicht Gerugos Brief verlieren. Schlimme Sache fast doch. Gerugo dankt für eure Hilfe. Erstatte Daza Bericht. Jetzt müssen wir wieder zurück in Kolonie 6. Nein, da laufen wir jetzt nicht wieder. Was hat er denn? Eigentlich wollte ich nicht tauschen. Ein Glückshase. Lauschiges Fell. Nein.
So. Nein. So, hier geht's rein. So, weil da drüben ist er. Und schneller laufen wir ab und dann geil. Unreife Ewigkeit. Ambligonkröte, aber unreife Ewigkeit, da kann man ja gleich sagen, ne, halbe Ewigkeit. Eine reife Ewigkeit ist ja eine ganze Ewigkeit, oder wie? Süß Orchide. So, sprechen. Ihr bringt Antwort von Gerugu. Danke, Bon. Dass er sehr am rotem Ding interessiert. Dass er will, dass Gerugu Dinge überprüft. Aber Gerugu noch keine Fortschritte gemacht. Arbeitet immer noch wie wildes Mobbon daran. Dass er sagt, danke, Bon, für Hilfe. Wir sind froh, dass es geklappt hat. Und Schala auch. Nehmt super geheime Daten. Vielleicht irgendwann nützlich. Fertig! Dasa und Gerugu führen verdeckte Ermittlungen durch. Es geht anscheinend um etwas Rotes. Geheimunterlagen. Langsam 3 und Geheimunterlagen. Hey, was hast denn du zum Tauschen? Arme Pike. Jägerschmuck. Vor wem? Also hier können wir. Was haben wir denn hier? Hoho, Erde. Und eine Fessel 2. Autoangriff verursacht Fessel. Chance 8%. Nö. Nur. So, Mission Log. Kolonie 6. Haben wir jetzt hier alles? Sumpf von Sabine. Haben wir auch alles. Sumpf von Sator. Haben wir auch alles. Sumpf. Komm, wir porten uns mal am Anfang. So, erstmal Tag machen, ist ja nicht gar so gefährlich. Jetzt langsam. Was habe ich da gerade eingesammelt? Kugelmaßliebchen. Mann, die echt so weit weg. Rohchrysantheme. Zweimal. Ich dachte, die waren hier näher dran. Ich glaube, hier oben waren die, ne? Die Noppon. Moalakus.